Hallo meine Freunde, ich bin ein bisschen erkältet, wie ihr hört, beziehungsweise habe ich immer noch meine Nase zu. Erkältet würde sich das noch nicht nennen. Was ich natürlich dann mache, ist Zitronenwasser trinken. Super wichtig, Vitamin C auffüllen, Zink auffüllen. Da habe ich natürlich auch ein paar coole Supplements, die ich dafür benutze. Eine Sache, bevor wir in das Video einstarten. Wir von Thankful haben jetzt Kaffee. Thankful Coffee, richtig, richtig geil. Geröstet in Paderborn mit dem Lilo Coffee. Kennen vielleicht einige von euch. Super, super froh sind wir darüber. Und die ganzen Gewinne aus dem Verkauf von Thankful Coffee landen bei der Tafel Deutschland. Ich glaube, die Aktion geht diese Woche auf jeden Fall noch. Und deshalb checkt mal unten den Link aus, www.thankful.de. Kauft euch Kaffee, unterstützt die Tafel Deutschland. Und dann trinkt ihr diesen super, ultra geilen, leckeren Kaffee, den ich ja auch schon leer getrunken habe heute. Schmeckt wirklich gut, schmeckt wirklich, wirklich gut. Und auch für einen guten Zweck. Genießt es, ich bin super dankbar für den Kaffee, deshalb passt das natürlich auch. Zum Game oder beziehungsweise zum Vlog heute mal. Ich glaube, dieser Vlog startet ein bisschen eher und zwar in der Vorbereitung. Deshalb einmal jetzt hier ein Ausschnitt aus dem Krafttraining. Super witzig, wie wir einfach draußen trainiert haben. Ein bisschen aus nicht ganz so coolen Umständen, weil der Kraftraum ein bisschen belegt war auch, aber die Sonne war super. Ich musste mich trotzdem ein bisschen schützen, habe mir deshalb das T-Shirt als Bandana umgehangen. Sah natürlich super witzig aus. Aber wir haben trotzdem noch weiter Gas gegeben. Melvin, flex mal kurz, damit du... Ja, ja, ja! Geil! Und uns dann auf ein Testspiel vorbereitet in Belgien und sind dann nach Mons gefahren. Keine Ahnung, drei Stunden Fahrt, eigentlich eine ganz coole Arena. Könnt ihr jetzt mal schauen. Brother, welcome in Mons. Und als kleine Insight habe ich noch kurz Luca gefilmt und ihn gefragt, was er so vor dem Spiel immer macht. Ja, die Antwort musste ich leider piepen, weil die war ein bisschen zu direkt. Aber ich schätze, einige Bowler können sich vorstellen, was es ist, was man vor dem Spiel unbedingt machen sollte, um den kompletten Druck abzulassen und sehr, sehr leicht und schnell auf dem Spielfeld zu sein. Noch 2,5 Stunden zum Spiel. Wie bereitest du dich aufs Game vor? Ich gehe jetzt richtig fett. Nee, aber jetzt kann ich wegpiepen, das ist gut. Oh, warum lässt das? Ich dachte, du bist ein nahbarer Basketballprofi. Was machen wir vorm Spiel? Okay. Oder machst du das nicht? Da ist JD drauf. Ja, okay. Hallo. Hier riecht es etwas nach Desinfektionsmittel. Yes! Das war unsere Vorbereitung. Wir haben das Spiel in Mons verloren. Aber da werde ich nochmal einige Videos euch zur Verfügung stellen zum Thema Pick and Roll. Das wollte ich jetzt schon ewig mal machen. Kommt vermutlich nächste Woche, wenn ich es mal schaffe. Und ja, bevor wir jetzt zu den Highlights gehen, wollte ich noch sagen, erstes Spiel gegen Karls haben wir gewonnen mit 38 Punkten. Erstes Saisonspiel, super, super cool. Bei dem Spiel kam Karls eine halbe Stunde zu spät. Das heißt, eigentlich war 16 Uhr Tip-Off und die kamen 16.30 Uhr in die Halle. Das heißt, wir haben 16.45 Uhr angefangen und wir haben trotzdem es geschafft, als Team mental auf der Höhe zu bleiben, Gas zu geben. Wir haben unseren Protest sozusagen zurückgezogen. Und mit 38 Punkten gewonnen. Und ich habe auch richtig gut gespielt. Bin sehr froh über meine Leistung, über die Leistung des Teams vor allem. Und natürlich, weil meine Jungs mich einfach gefunden haben, sonst könnte ich selbst nicht so gut, hätte ich selbst nicht so gut spielen können. Am Freitag, wenn ihr das jetzt seht, also vor 2 Tagen, haben wir gegen Rostock gespielt. Keine Ahnung, wie das ausgegangen ist, aber auch zu Hause. Und bei uns zu Hause ist es einfach eine Festung. Also ich glaube, letztes Jahr haben die 2 Heimspiele also verloren. Dieses Jahr wollen wir auch maximal als Team nur 2 Heimspiele verlieren. Zu Hause haben wir ultra viel Confidence. Es ist super schwierig, bei uns in Leverkusen in der Osterrahner Arena zu gewinnen. Und das hat man jetzt auch schon im ersten Saisonspiel gesehen.
Und ja, jetzt zeige ich euch die Highlights. 22 Punkte mit 38 Punkten gewonnen. Der Einstieg in diese Saison war einfach richtig, richtig geil. Es hat ultra viel Bock gemacht. Ich zeige euch hier alle meine Highlights und alle meine Scores sozusagen. Einmal hier ein Dreier, dann hier ein Lefty Layup. Ganz cool gefinished. Die Footage war ein bisschen dunkel, deshalb habe ich die ein bisschen aufgehellt. Aber ja, ich hoffe, euch gefällt es trotzdem für all diejenigen, die gesagt haben, dass ich nicht ballen kann. Hier nochmal ein Layup, eine kleine Hesitation. Schaut mal hier, die Slow-Mo vorher feiere ich eigentlich. Hey, Headfake, Layup, nice. 4 aus 5 Dreiern habe ich insgesamt geschossen, in 17 Minuten 22 Punkte vollgezogen, 4 aus 4 Freiwürfen noch reingeworfen, also war echt ein geiles Spiel, kein Turnover gehabt. Und so sehr ich mich eigentlich auch selten lob alleine, muss ich einfach mal sagen, das lief echt gut, das wird natürlich nicht öfter so laufen, also wahrscheinlich hoffentlich schon, aber es war natürlich echt ein herausragendes Spiel. Hier noch ein Dreier reingeschossen, auch gute Defense gespielt und wenn man mit 38 Punkten gewinnt, läuft auch alles wie von alleine. Nächster Dreier hat einfach richtig, richtig Bock gemacht. Ich habe mich ein bisschen verletzt an meinem Arm, aber trotzdem haben meine Teammates mich gut gefunden. Eckendreier, auch Cash. Ja, drei, das läuft! Die haben es auf jeden Fall auch gefeiert. Hier nochmal einen guten Stil gehabt. Wurde dann hier unsportlich gefoult, den hätte ich gerne gedankt, aber ich wurde einfach sowas von gerupft. Da hat meine Freundin kurz einen Herzinfarkt bekommen, weil ich danach auf dem Boden lag. Aber die zwei Freiwürfe waren auch drin. Und jetzt ging es am Freitag gegen Rostock. Ich kenne das Ergebnis nicht, denn das ist hier am Mittwoch aufgenommen. Yo, ich bin super froh, wirklich. Die Highlights zum Rostock-Spiel und so wird auch immer nächste Woche kommen, das heißt, es ist mal eine Woche versetzt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, dass euch dieser Vlog Spaß gemacht hat, hoffe auf weitere geile Spiele und hoffe einfach mal auf Siege. Weiter gewinnen, gewinnen, gewinnen. Die Teamchemie ist so geil, wie ihr im letzten Video schon gesehen habt. Und es macht einfach ultra viel Bock hier. Ich bin super dankbar, danke Leverkusen. Ja, auf eine geile Saison. Let's keep it rolling, it was just the beginning. Peace.